Warten Sie, ich komme ja schon! Suchen Sie Ihren Koffer, Senior? Wie? Nein, ich... Das ist doch der Falsche. Ich nehme doch lieber einen aus Leder. Ja, ja, suchen Sie sich nur einen aus, aber ja. Senior, Sie können auch einen größeren nehmen. Nein, der reicht ja. Ach, Schnauze. Kommt mal her mit dem Vogel, kommt mal her. Hier ist der Platz, Senior. Danke. Verzeihen Sie, ich möchte Sie nicht belästigen, aber Sie sitzen auf meinem Hut. Mon chapeau. Ja, das ist wohl sicherer. Ja, meine Schuld. Bitte sehen. Tut weh, was? Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Flugkapitän Olio Sasso heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord Ihrer DC-10 der Alitalia auf dem Flug von Rom nach Rio de Janeiro. Verzeihung, aber Sie dürfen jetzt noch nicht rauchen. Sie sehen ja, da steht... Oh. Ach, sagen Sie, Sie fliegen bestimmt auch so gern nach Brasilien, ne? Ja, ja. Ich bin sehr oft da unten, wissen Sie. Ich bin nämlich im Bananengeschäft. Sind Sie auch im Bananengeschäft? Nein. Ach so, da machen Sie einen Kokosmilch, was? Nein. Ich will mir da unten eine Sklavin kaufen. Ach, eine Sklavin. Menschenskind, was mache ich hier nur für einen Blödsinn? Ein ausgemachter Blödsinn ist das doch. Wie konnte ich nur auf so eine Schnapsidee kommen nach all dem Schlamassel? Nach den riesigen Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. 16 Frauen, 16 Weiber vor Rosalba, 16 fantastische, bildschöne, männermordende, falsche Weibsbilder, die meine Jugend ruiniert haben. Die schuld sind, dass ich bei den Pfadfindern rausflog, dass ich nur 4 Jahre im College war, dass ich meinen Militärdienst vorzeitig quittieren musste und dass ich, wer weiß, wie oft meinen Urlaub vorzeitig abgebrochen habe. Und trotzdem musste ich, Vollidiot, ich alter Bock auf Rosalba reinfallen. Hätte ich doch damals bloß... Naja, jetzt ist sowieso zu spät dazu. Und ab! Tja, genau so war's. Jeder mit nur der Spur von etwas Grips im Gehirn hätte sofort das Weite gesucht. Wenn ein Frauenzimmer dermaßen auf Draht ist, dass sie hinter deinem Rücken eine Kanone abballert, dann ist es, dass man nimmt seinen Hut und trabt vom Gehöft. Aber nein, was mache ich? Ich stolziere zu ihr rüber, aufgeblasen wie ein Gockel mit dem dämlichsten Grinsen im Gesicht, was im Sommer erlaubt ist, und wackle mit dem Schwanz wie ein Cockerspaniel.
Auf die Art und Weise gehen im Club keine Tontauben verloren, was? Das war nur die einfachste Art, sie kennenzulernen. Ich hoffe, es ist mir nicht böse deshalb. Darf ich mich vorstellen? Dimitrio Coltera. Nennen Sie mich Didi. Freut mich, Rosalba Giordano. Ah, das Töchterlein des Fischkönigs Giordano. Sehen Sie, jetzt haben Sie genauer gezielt. Sie machen mir Mut. Sie werden noch ein Champion. Kommt ganz auf den Unterricht an, den ich kriege. Sagen Sie mal, wie kommt es, dass die Tochter eines Fischkönigs dermaßen gut schießen kann? Ich habe einen einjährigen Scharfschützenlehrgang mitgemacht und die Prüfung mit Auszeichnung bestanden. Ich bin gerade seit einer Woche wieder hier. Seit einer Woche schon? Das begreife ich nicht. Wie können Sie länger als einen Tag hier sein, ohne dass ich was davon weiß? Zu dieser Zeit war ich bereits völlig auf der Rolle. Die musst du kriegen, war mein einziger Gedanke. Und ich warf alles an Seele und Äußerlichkeiten in die Waagschale, was ich aufzubieten hatte. Da ich Autoverkäufer war, fielen mir wenigstens die Äußerlichkeiten nicht allzu schwer. Also mach's gut, Toni. Du auch, einen schönen Abend. Selbstverständlich nahm ich unser Flaggschiff, die nobelste Kutsche, die wir im Laden hatten. Ein bisschen Imponiergehabe muss sein, kommt bei den Damen nämlich ungeheuer gut an. Ich hoffe, du hast genug Sprit drin, ja? Also mach's gut. Danke, wünsch dir auch was. Ich fuhr sie zu meinem Lieblingsplätzchen raus. Gute Aussicht da, sowas wirkt schon. Und dann fuhr ich gleich die stärksten Geschütze auf, die mir zur Verfügung standen. Zunächst mal reibt man da die Augen so lange, bis sie ein bisschen rot werden und zu Tränen anfangen. Und dann voll zum Angriff. Ich fass es nicht. Warum bin ich nicht längst schon mal hierher gefahren? Diese Aussicht hier oben über der Welt gibt einem das Gefühl, als wenn man wie auf Schwingen, wie ein Phönix aus der Asche, ich meine, als wenn man die Nacht der Nächte vor sich hat. Der Moment, wo man spürt, das Leben ändert sich. Dieser faszinierende Händedruck, der einem einen Schauer über die Knie jagt, als wenn man... Hör doch mit dem albernen Gequatsche auf, küss mich lieber. Ja, gern. Ich war nicht nur wahnsinnig verknallt, ich war rettungslos verloren. Besonders faszinierte mich der Befehlston, mit dem sie auszudrücken pflegte, wonach ihr war. Ach, wie ich sowas genieße. Sei lieb zu mir, ja? Lass dir Zeit, mein Junge. Du brauchst viel Zeit für mich. Ganz zärtlich musst du sein. Und jetzt küss mich. Küss mich. Ach, du kriegst ihn nicht rein. Und das ausgerechnet in der teuersten Luxuskutsche, die wir haben. Donnerwetter, ja. Ja, ich bin recht stürmisch. Ich bin leidenschaftlich, weißt du? Ja. Das Ding war sowieso löckrig. Aber ich bitte dich, ich habe genug von diesen albernen Spiegelchen. Wie wär's mit einem Schluck Champagner? Eisgekühlt natürlich. Das Modell hat einen Kühlschrank. Der einzige Autokühlschrank, der wirklich kühlt. Ist das ohne Kühlschrank? Nein, lass mal, komm, ich mach das. Ich kann das. Also, wenn ich eine Leidenschaft habe, dann ist es, die Sektflaschen zu öffnen. Ja. Oh. Wo ist der Korken? Wo ist denn der Korken? Du musst ihn aufheben, sonst bringt es Unglück. Bitte sehr. Wenn man so blind verliebt ist, wie ich es damals war, nimmt man vieles in Kauf. Wenn aber eine Braut einen Luxuswagen, der so viel kostet wie ein mittleres Eigenheim, als Abfalleimer benutzt, dann kann man sie entweder nur erschlagen oder sie heiraten. Den Wagen haben wir selbstverständlich im Preis reduziert. Oh, es kam ja alles mach's so gut, plötzlich, mein Junge, alles so unvorhergesehen. Hör auf zu fremden, du bist die Brautmutter, gib deinen Sohn einen Kuss. Diesen Zirkus macht sie bei jeder Hochzeit. Mach's gut, Junge, mach's gut. Hoffentlich hast du mit dir mehr Glück als sonst. Jetzt bin ich ganz los. Alles Gute, mein Kind. Danke, Giorgio. Die üblichen zotigen Bemerkungen meiner Freunde konnten natürlich nicht ausbleiben. Geschehen oder nicht, auf jeden Fall hast du ab jetzt eine ganze Menge Fische im Sack, was? Und hast du mal vom Fischgeschmack zu tun? Dann kommst du zu deinen Kumpels zurück, ja? Alles gut, ihr beiden. Ey, besuch uns mal wieder. Didi, und zeig ihr mir die Hosen an. Ah, verlass dich drauf. Ich werde vorsichtshalber fahren, ich traue dir nicht am Steuer. Keine Widerrede, steig ein. Deine Freunde halten dich für einen Idioten, wenn du hier rumstehst. Na los, komm, steig ein. Also lass ich ihr die Freude, sie fährt nun mal gern Auto. Ja, was ist denn? Ach, du lieber Himmel, na, das fängt ja gut an. Den haben wir natürlich nicht bestellt. Bonjour, Monsieur. Nein, bonjour. Monsieur. Aber Sie können einen Rolls-Royce haben. Gut für morgen früh. So. Um 5 Uhr schon? Bitte. Ja, natürlich geht es. In Ordnung, Monsieur, bitte. Monsieur und Madame Coltera haben Appartement 306. Monsieur Coltera ist richtig, aber ich bin Madame Giordano. Oh, ich dachte, Sie wären verheiratet. Ja, ja, verheiratet sind wir schon. Aber ich lehne es ab, Coltera genannt zu werden. Das klingt mir zu albern. Es sei denn, mein Mann lässt seinen Namen in Giordano ändern. Ja. Tja, dann werden wir mal gehen. Das Gepäck lasse ich sofort aufbringen. Junge, Junge, diese emanzipierten italienischen Weiber.
mich ganz fest, Liebling. Streich mich. Und jetzt möchte ich ganz zärtlich geküsst werden. Ganz zärtlich. Ich war dermaßen nervös, als wenn es das erste Mal gewesen wäre. Während Rosalba die Überlegenheit und Kälte in Person zu sein schien. Jetzt muss ich mir den Mund spülen. Stinkt doch noch Qualm in der Schnauze. Liebling, wo bleibst du denn? Bist du da? Ja. Kommst du nicht zu mir rüber? Doch. Er stinkt ja wie im römischen Puff. Ach, übrigens, ich hoffe, du hast keine Jungfrau erwartet, hm? Nein. Herzlich willkommen in Ihrem Zuhause. Wieder zu Hause in Palermo bezogen wir die Wohnung, die meine Eltern für uns eingerichtet hatten. Das heißt, wir wollten. Zum Einzug kam es gar nicht. Zunächst bemerkte ich nur einen Ausdruck auf ihrem Gesicht, den ich noch nicht so recht deuten konnte. Der Mund geschlossen. Meinem Blick wich sie aus. Sie guckte ziemlich schnell hin und her, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben. Später erst bemerkte ich, dass das den eigentlichen Beginn meiner Misere voraussagte. Schätzchen, du hast mir noch nie gesagt, dass ich in einem verstaubten Museum leben soll. Gefällt es nicht, Nein, das machen wir nicht, nein. Rühren die alten Leute mit Gemüse auf dem Plümo. Und jetzt macht die Augen auf. Das kann doch nicht. Ich finde, ein Zuhause muss Gemütlichkeit ausstrahlen, muss kuschelig sein, weich, es muss Wärme vermitteln. Tja, und da ich der Einzige von uns beiden bin, der da etwas Geschmack hat, habe ich mir erlaubt. Na, sag bloß nicht, dass es dir nicht gefällt. Nein, durchaus nicht. Ganz im Gegenteil. Das schiebt dann durch die Tonne. Das muss man nur erst verkraften. Was ist denn das? Aber diese Art von Möbeln sind doch viel jugendlicher. Es drückt die Wirklichkeit aus, in der wir leben. Realitätsbezogener. Man kann nur so wohnen, wenn man heute lebt. Die verstaubten Klamotten von gestern sind sehr hübsch, okay, aber das ist nichts für uns. Ich finde es ja auch nicht hässlich, weißt du, man muss sich nur... Bist du wart? Was machst du da? Ich wollte mich hinsetzen. Aber das ist doch kein Sitzmöbel, mein Schatz. Das ist eine Skulptur von Roger. Jetzt hätte ich mich doch fast auf die Skulptur. Ich verwechselte das mit einem ordinären Stühlchen. Was stellt denn das dar? Na, ein Stuhlschätzchen, siehst du das nicht? Oh ja, fabelhaft. Bestechend die klare Linienführung, superb, fabelhaft. Schätzchen, weißt du, wo unsere Zahnbürsten sind? Nein, die steckt rechts am Spiegel an der Wand. Danke. Ah ja, ich habe sie schon gefunden. Das ist eine elektrische Zahnbürste. Aha, das ist alles gut. Da leuchtet die Kauleiste. Ach übrigens, die Zahncreme musst du hinten in den Stiel reinmachen, sonst hast du alles im Gesicht. Zu spät, der Schlabber klebt schon an der Backe. Ich hatte das Zeug auch in den Augen, die müssen schön blank sein jetzt. Aber die Zahnbürsten sind echte Klasse. Du armes, kleines, verwöhntes Muttersöhnchen. So ein Muttersöhnchen, wie du denkst, bin ich gar nicht. Na, dann bin ich ja gespannt. Pass mal auf, du. Ja. Ach, du bist so sanft, so zärtlich. Das macht mich verrückt. Ja, schön. So zärtlich. Noch zärtlich. Oh, nicht so stürmisch. Nun ist es noch nie meine Art gewesen, besonders zärtlich zu sein. Aber man ändert sich, wenn es die Gefährtin wünscht. Nur ihre Leidenschaft für meine Leidenschaft schien merklich abzukühlen. In ihrem fragenden Blick, in ihrem neugierigen, abwägenden Gesichtsausdruck erkannte ich, dass sie offenbar recht große Pläne mit mir vorhatte. Ich war also im Begriff, gänzlich neu überholt zu werden. Eine Art Generalinspektion sozusagen. Oh Gott, worauf hatte ich mich da nur eingelassen? Mir schwante furchtbar. Hey,
Ruhe bitte! Leider war das nicht alles, was sie an mir kulturell zu verändern gedachte. Auch äußerlich sollte ich modernisiert werden. Eine Art Stratosphärenlack für eine nicht mehr ganz neue Karosse sozusagen. Ich ließ es über mich ergehen, damals noch. Aber das war ein Fehler. Deren konservativer Schnitt von ungewöhnlichen und manchmal erstaunlichsten Accessoires betont wird. Carletti schlägt für diesen Sommer die Rückkehr zur ungezwungenen Linie vor. Unformelle Abende am Swimmingpool oder am Kamin, Partnerlook. Leger, elegant und doch mit einem Hauch von Lebenslust. Schatz, Herrschaft. Diese dämlichen Fetzen werden die doch nie los. Wer soll sowas tragen? Junge, Junge, Junge. Du meinst, die finden das schick? Nicht nur das. So in wie du ist hier keiner. Ja, die scheinen aber mein Innensein ziemlich amüsant zu finden. Sie lachen, weil sie dumm sind, weil sie neidisch sind, dass sie so etwas nicht tragen können. Giovanni, ich gehe zu meinem Trainer. Schönen guten Morgen. Haben Sie vor zu spielen heute? Na, versuchen wir es mal. Mal sehen, wie es läuft. Nein, wenn das nicht Dede ist. Er ist es. Ich bin zurück. Wie geht's schon mal? Willkommen in der Heimat. Danke, Gaston. Gaston, ja, Moment mal. Bringen Sie doch mal ein paar Tüten Konfetti, ja? Also wie es geht. Konfetti? Ja. Wieso? Ist Fasching? Finde ich ja komisch. Das hat die Mami aber wieder ausgemacht, was? Sonst hast du keinen Schaden genommen auf der Hochzeitsreise? Also schön, ich werde morgen über euren Schatz machen. Ihr habt eben keine Ahnung, was Mode ist, Jungs. Und das rote Höschen, das ist ein Feuerteufel dieses Jahr auch. Machst du ein Spielchen mit oder geht das auch nicht mehr? Ja, wir machen ein Puttenspielchen wie in alten Zeiten. Wenn es wie in alten Zeiten sein soll, dann sitze ich drüben und du sitzt hier. Einverstanden? Was führt man für ein Leben als Ehekrüppel? Wer hat die Hosen bei euch an? Also als Frau ist Rosalba spitze. Aber sie hat eine Menge kleiner Fehler. Zum Beispiel? Sie ist ungeheuer zärtlich und liebesdürstig. Alles in feiner Form, versteht sich. Nur geht sie mir langsam auf die Nüsse. Schon nicht, aber nimm doch mal an. Ja, selbstverständlich. Tja, das wäre der allgemeine Wetterbericht. Sie ist absolute Klasse, eine Sonne. Sie ist intelligent, aber weißt du trotzdem... Sie hat eigene Ideen. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt schon zu jammern anfängst. Wir waren immer der Meinung, Rosalba ist die ideale Frau schlechthin. Oh nein, weit gefehlt. Nachdem ich jetzt so viele Erfahrungen hinter mir habe, sage ich euch, was ideal ist. Ideal als Weib ist nur noch eine Sklavin, nichts weiter. Eine Sklavin, die Portwein und Plätzchen apportiert. Na, sowas muss aber noch erfunden werden, Junge. Wieso braucht man sich doch bloß herzuholen? So, und was spielen wir? Knöppe, ich mach mal auf hier. Geh mit. Erst vor ein paar Tagen habe ich was in der Zeitung gelesen von einem Typen, der in Südamerika war und einen Sklavenmarkt mit Weibern aufgerissen. Na, da könnte man doch... Würdest du mich bitte nach Hause bringen? Ich habe keine Lust, mich weiter mit Emilio zu streiten. Das ist aber schade, jetzt schon? Aber wir haben gerade erst angefangen. Weißt du, du würdest lieber hier bleiben? Aber nein, Schätzchen. Ich habe mich sowieso gelangweilt. Tut mir leid, ich werde dich nie wieder warten lassen. Ihr Scheiße habt ein Glück. Ihr seht mal, und das auf die Hand. Ich wiederhole es nochmal. Das einzig Mögliche ist eine Sklavin. Meine schlimmsten Verdachtsmomente wurden bestätigt. Ich sollte jetzt auch noch zur Hochseefischerei ausgebildet werden. Und das mir, wo ich schon Angst habe, allein in eine Badewanne zu steigen. Aber wie erwartet, das Unglück nahm seinen Lauf. Hey, hallo, Rosalba! Takonis! Dede, es war Senator Takonis. Sag mal guten Tag, Demetrio. Ciao! Der berühmte Politiker? Und einer der besten Freunde von Papa. Ich sag dir jetzt zum letzten Mal, das ist absoluter Schwachsinn, hier zu sitzen mit der Angel in der Hand. Da beißt sowieso kein Aas an. Das ist ja wohl das Dämlichste, was es gibt, Angeln. Aber Liebling, man will doch gar nicht fischen. Man genießt einfach die Zeit hier. Ja, da fällt mir für Besseres ein. Auf jeden Fall bist du an der frischen Luft, kannst die Sonne und das Wasser genießen. Hopp! Also wenn da unten nicht einer steht und festhält, hat einer gebissen. Gratuliere! Hol ihn rein! Wozu? Ich will ihn doch gar nicht haben. Ich hasse Fische. Halt ihn nur fest, dann machst du ihn müde. Was heißt müde? Mit dem schlafenden Fisch kann ich genauso wenig anfangen. Das ist nie und nimmer ein Fisch. Hier, du musst die Kurbel ein bisschen drehen. Nein, nicht so. Pass auf, hier an der Kurbel musst du drehen. Das sag doch gleich. Ich wusste nicht, dass das eine Angel mit dem Leierkasten ist. Langsam, ganz langsam, kraftvoll und gleichmäßig. Das ist der Kampf des Menschen gegen die Natur. Oh! Himmelkreuz, das ist kein Fisch, da ist ein U-Boot dran. Auf dem Stuhl musst du schon draufbleiben. Du kannst dich ja am Stuhl festschnallen. Komm, setz dich wieder. Komm. Wetten, dem Burschen tut schon leid, dass er angebissen hat. Scheiße ist das. Oh, still sitzen musst du schon, Liebling, sonst wird das nicht. Jetzt bist du ganz festgestellt. Jetzt brauchst du ihn nur noch reinziehen. Na, mach mal. Ja. Na, warte, du Arsch. Gleich habe ich dich auf dem Schoß. Sag mal, Dede, was treibst du da eigentlich? Ich rauf mir die Haare, das siehst du doch. Ich möchte dir jetzt wirklich mal schon beibringen, dass ich die Schnauze voll hab von deinen Kulturplänen. Was soll ich als nächstes machen? Echt absaufen? Spar dir deine Worte und werd nicht wieder ordinär. Nein, die Worte sind für deine Ohren bestimmt und da kommen sie auch hin. Und damit du Bescheid weißt, heute gehe ich zum Fußball. Und zwar mit meinen Kumpels. Mir ist ganz egal, ob das in ist oder nicht. Aus mir kannst du sowieso nie Playboy machen, merk dir das. Aber Liebling, das ist mir genauso gleichgültig. Würdest du mich... Na, wenn man daran denkt, dass ihr den austauschen müsst. Geh mal weg, hier, ich will was sehen. Der Knabe. Der Engel ist doch in Höchstform. Das ist doch was.
Für mich war das kein Tor. Schatzi, du musst natürlich hinkommen. Dieser Fall wird das noch nicht so fassen. Warum bleibt denn der? Er darf doch nicht wahr. Das ist doch. Warum zeigt er denn die Fahne? Du weißt doch, das ist doch nicht. Das ist doch verrückt. Eine Unterfolge. Du blöder Hund! Blöder Hund! Lass die Sau doch alle aus! Das lag niemals verstanden. Ich hab mich verhungert, dass ich so aufregt. Das war kein Tor. Der Linienrichter hat völlig richtig entschieden. Sag mal, wen interessiert denn deine Meinung? Du kannst vom Glück sein, dass du ein Weib bist. Was hat denn das damit zu tun? Ich bin eine Frau, aber ich verstehe das Spiel und kenne die Spielregeln genau. Ihr falscher Enthusiasmus ist völlig fehl am Platz. Liebling, du machst einen großen Fehler, wenn du mit dem argumentieren willst. Muss ich mir das Gefasel anhören, weil er ein Idiot ist? Ich bin ein Idiot, jetzt reicht mir aber nicht. Das sind Menschen, das sind Tiere. Wenn du es nicht tust, dann esse ich eben Ton. Bist du jetzt zufrieden? Scheiße, das tut immer noch weh. Was haben Sie gesagt? Ich spüre den Schmerz immer noch. Ah ja, ist aber schön, wenn er nachlässt, nicht? Sein Name ist Zitzewitz. Nachdem der Krieg zu Ende war, ist er nach Südamerika gegangen und handelt seitdem mit Sklaven. Adresse steht bei. Aber man weiß ja auch, dass jeder, das heutzutage ein Sklaven ist, ein bisschen schwungvoller aus. Großes Risiko eingeht. Na sicher ist das ein Risiko, na und? Heutzutage geht man immer ein Risiko ein. Wenn man aus dem Bett steigt schon, wenn man mit dem Bus fährt oder mit dem eigenen Auto sogar, ist man fast im Knasten. Mit einer eigenen Frau hat man den Tod so gut wie in der Tasche. Ist doch so. Seit Eva den Apfel gefressen hat, sind wir immer die Idioten und werden zur Kasse gebeten. Nächste, kann ich was für Sie tun? Ein Traum, was? Ja. Das kann man laut sagen. Ich darf mich vorstellen, Polizeikommissar Antonio Basoldi. Meine Frau und ich sind hergekommen, um ein neues Auto zu kaufen. Etwas Ausgefallenes. Wenn es geht mit Automatik, weil ich der Meinung bin, dass wenn eine Frau fährt, Automatik das einzig Wahre sein dürfte. Ja. Unvergleichliche Schönheit, diese Aussicht über dem Abgrund der Welt. Allem Irdischen entrückt, hoch über dem Elend und dem Schmutz unter uns, geben mir das Gefühl, dass dies die Nacht der Nächte werden könnte, meine Idealfrau zu finden. Zwei Traumwesen für das Paradies gemacht. Oh. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt? Bedenken Sie, dass Sie mit einer Dame sprechen, die Sie nicht mal kennen. Ich bin eine Fremde. Pfui, Deibel, Sie sind ein Tier in meinen Augen. Aber teuerste Elena, Sie kennen meine Gefühle nicht. Meine Gefühle... Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist, aber ich weiß, dass ich dieser Leidenschaft niemals nachgeben darf. Das möchte ich Ihnen auch raten. Nein, es wäre Wahnsinn, weiterzumachen. Finde ich auch. Also hören Sie lieber auf. Würden Sie, wenn es Ihre Leidenschaft zulässt, mich wieder in die Stadt fahren? Und den Wagen hier kaufe ich auch nicht. Und mein Mann kauft nur das, was ich will. Tatsächlich? Bitte steigen Sie ein. Sind Sie überhaupt fähig, Auto zu fahren? Ja, doch, ich... Mit diesen romantischen Typen weiß man doch nie, woran man ist. Denkst du, die ist scharf wie ein Rasiermesser und springt sofort an? Dicker Irrtum. Versuchst du die zweite Methode, jagst du sie. Aber sie spielt nicht mit. Dritte Methode, du lässt sie fallen. Jegliches Interesse erlischt. Und dieses Notsignal hilft fast immer. Am nächsten Tag jedenfalls schon rief sie bei mir im Büro an. Sie sagte, sie wollte mich unbedingt auf einem Autofriedhof treffen. Ungewöhnlich für die Frau eines sizilianischen Polizisten. Was kann ich für Sie tun, schöne Frau? Steigen Sie ein, kommen Sie hier irgendwie rein, die ist egal. Haben Sie unterwegs irgendwo Polizei gesehen? Wieso Polizei? Was ist denn passiert? Nichts weiter. Bitte. Nur man ist doch Kommissar bei der Polizei. Und ich stehe Todesängste aus, dass er mir auf die Schliche kommt. Ach, du machst mich unsagbar glücklich. Nicht im geheimsten Winkel habe ich gehofft, dich wiedersehen zu können. Nein, Sie wissen ja gar nicht, warum ich hier bin. Es ist nicht wegen irgendwelcher Sexgeschichten. Ich wollte mich nur entschuldigen. Ich verzeihe Ihnen alles, was Sie wollen. Sagen Sie mir bitte, dass es nichts weiter als eine Dummheit war. Sagen Sie mir, dass Sie mich vergessen und mich nie wiedersehen werden, bitte. Ich bin verliebt in dich, Mädchen. Ich bin ganz vernarrt, seit ich dich sah. Träume ich von dir. Sagen Sie mal, was glauben Sie eigentlich, was ich für eine Frau bin? Sie müssen mich vergessen. Das blinde Schicksal, das uns zusammengeworfen hat, ist gegen uns. Die Gesellschaft verurteilt eine solche Liebe leider. Wie kannst du denn nur die Glut, die in mir brennt, verleugnen, Geliebte? Ich habe auch etwas Asthma. Ist doch ganz egal. Ich verlange nach dir. Ich muss so viel zu machen. Lassen Sie mich los. Es wird etwas Furchtbares passieren. Schön. Etwas Wunderbares. Ja. Es sagt, drück mich wie eine zarte Blume, die zu zerbrechlich ist, um dir zu widerstehen. Drück mich, Mann, ich komm fort. Mhm.
Mein Auto! Bilder, du lacht nicht, das wird noch weiter. Elena hatte recht. Es würde was Furchtbares und was Herrliches passieren, sagte sie. Das Furchtbare rollte gerade vor meinen Augen ab, stand mir also nur noch das Wunderschöne bevor. Obwohl es vielleicht den Anschein hatte, aber Äußerlichkeiten des schnöden Tanz konnten mich ja eigentlich kaum erschüttern. Dank Rosalba, die ihrem Ziel, mich wahnsinnig machen zu wollen, immer näher kam. Endlich auf zu träumen, Demetrio. Du sollst dich konzentrieren. Tut mir leid, mehr konzentrieren kann ich mich nicht. Ich kann gar nicht denken, ich habe schon Krämpfe. Wenn du dich nicht konzentrierst, wirst du nie imstande sein, deine Gefühle voll aufzuheben. Ich weiß nur, dass ich seit 2 Stunden aufs Klo muss. Ja, wer ist da? Salvatore Licci, ist erschossen. Ja, warum erzählen Sie mir das? Außerdem weiß ich gar nicht, wer da ist und was habe ich damit zu tun? Hier spricht die Sekretärin des Polizeichefs. Ja, aber... Ich sollte Ihnen mitteilen, dass Kommissar Balzarini nach Partizipo was geht mich? Ist, um den Fall aufzuklären. Verstehen Sie? Ah, ja, selbstverständlich. Ja, so, jetzt verstehe ich erst. Ja, das ist aber nett. Diese Elena war wirklich das verrückteste Weib in meiner Sammlung. Sie hatte so viel Schiss vor ihrem Mann, dass sie auf die merkwürdigsten Einfälle kam, um ihn möglichst weit wegzuschicken. Dass sie jetzt auch schon bei mir zu Hause anrief, bekam ich im ersten Moment gar nicht richtig mit. Bitte Sie wünschen? Hä? Ich wollte was einzahlen, aber ich habe vergessen, dass... Hier ist der Einzahlungsschein. Möchten Sie, dass ich es für Sie ausfülle? Nein, ich kann schon schreiben. Vielen Dank. Ich bin wahnsinnig wild nach dir. Es ist furchtbar, ich weiß. Aber ich kann einfach nicht widerstehen. Ich brauche dich, jetzt sofort. Ah, wunderbar. Sie haben schon alles ganz vollständig ausgefüllt, Senior. Das gehört zu einer Polizeiaktion, um rauszufinden, wie viele Homosexuelle in den Banken arbeiten. Bis jetzt haben wir aber noch keine Trine am Schalter getroffen. Weiter frohes Schaffen. Machen Sie den Mund zu. Nein, das kann ich nicht. Nicht das. Nein, du. Nein. Warum bin ich denn hierher gekommen? Bin ich denn wahnsinnig? Nein. Im Gegenteil, würde ich sagen. Diese Schande. Aber geliebtes Wesen, das ist weder eine Lasterhöhle noch ein Puff, nur ein ruhiger Ort, wo wir uns in Ruhe unterhalten können. Parva sed abdamini. Das ist lateinisch. Das heißt klein, aber mein. Wie wär's mit etwas Musik? Entspann dich doch. Möchtest du tanzen oder dich nur unterhalten? Ein kleiner Schwatz, meine ich. Ich kann nicht mehr sprechen. Das macht doch nichts. Ich bin wahnsinnig verlangt nach dir, Geliebter. Wenn du mich nehmen willst, nimm mich sofort. Oder ich wach aus diesem Traum aus und alles ist vorbei. Nein, deswegen, schlaf doch weiter. Ja! Hey. Und jetzt mach, was du willst. Ja, aber mein Hemdchen, das... Ich mache alles, was du willst. Ich ziehe mich auch für dich aus, bitte. Aber du musst mich mit der gleichen Leidenschaft lieben, die ich für dich empfinde. Ich bin rein wie eine frisch geborene Jungfrau. Als Frau, versteht sich, hm? Wie darf ich das mit der Jungfrau verstehen? Ich meine, ich bin noch nie mit einem Mann ins Bett gegangen. So, na Wetter, da hast du aber eine Menge Ersparnisse. Ich bin rein im Herzen und in der Seele, versteh das recht. Das ist das erste Mal, dass ich eine Sünde begehe mit einem fremden Mann. Ich bin bereit. Komm. Ich auch. Ich komme. Ja. Es wird herrlich werden, versprich mir das einmalig. Das muss es sein. Ich werde mein Bestes geben. Hm. Ja! Das ist es. So ist es. Ja, das ist es. Mach weiter. Komm. Das haut einen ja vom Pferd. Hör auf, an meinen Haaren rumzureißen. Die sind doch echt. Ah! Mach nicht so einen Krach. Ach, du Tier, du. Du. Oh, mein Mann. Mann? Wieso? Oh, was ist er denn? Also, Mädel, du hast doch einen Stich. Wie kommst du denn darauf? Das kann doch unmöglich dein Mann sein. Das ist eine Polizeisirene, das hast du doch wohl gehört? Nun, überleg doch mal wie ein normaler Mensch und sei nicht hysterisch. Dein Mann hat doch keine Polizeisirene in der Hand, wenn er hinter dir her ist. Es ist nicht dein lieber Mann. Ich habe ihn doch mal kennengelernt und weiß, wie er aussieht. Guck aus dem Fenster und überzeug dich, mein Schatz. Elena. Ich kenne ihn. Die Sirene war sein Schmerzensschrei, seine Anklage. Ach, und ich habe geschworen, ihn nie zu betrügen. Ach, weiß man. Zieh doch mal den Fetzen aus. Oh, verzeih mir. Es tut mir selbst leid, aber ich kann nicht. Bitte, wenn du nicht kannst, dann nicht. Dann. Ich? Naja, ich war frustriert. Angestachelt durch mein schlechtes Gewissen konnte sich jetzt Rosalba so richtig freuen. Appetit holt man sich draußen und gegessen wird zu Haus. Denn Rosalba war ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, immerhin eine Frau.
Guten Tag, mein Liebling. Tag, Dede. Ich hätte nie erträumt, dich in so einer Position zu finden. Gott, wie bist du schön. Ich werde jetzt heiß duschen und meine kleine Frau wird hier auf mich warten. Hm? Lass dir aber Zeit. Ich verharre noch etwa 3 Stunden in der Stellung. Dann wäre es wohl zu empfehlen, dass ich mich kalt dusche. Nach 4 Tagen kalter Dusche machte Ellen ein geheimnisvolles Rendezvous mit mir aus. Vor uns sie nach, ob wir beobachtet werden. Ist das schon die Mittagsausgabe? Ja, Senior. Bitte sehr. Oh! Das Püppchen habe ich für die kleine Nichte meines Mannes gekauft. Und ich wollte wenigstens einen Zeugen haben für meine erste Vergewaltigung. Und das hast du schön gesagt. Und das wird auch eine Nummer werden, die sich sehen lassen konnten. Ich komme mir heute vor wie ein kleines Kind, das eben erstes Leben entdeckt hat. Oh, und diese kleinen Püppchen sind genauso unschuldig wie ich. Ich fühle mich wie neugeboren. Was meinst du, wie du dich in ein paar Stunden fühlst? Da wirst du so fertig sein wie an deinem Lebensende. Kann ich mir was Bequemes anziehen? Dieses Weib hatte ein Flair um sich, merkwürdig und geheimnisvoll. Was es war, konnte ich nicht definieren, aber es war fesselnd. Ich wusste nicht, war sie wild oder einfach bescheuert, überschwänglich oder ausgeflippt. Ich konnte es nicht sagen. Meine unschuldigen Püppchen sollen zusehen, wie dieses ausgetrocknete Kind durstig zur Quelle eilt. Eine Quelle, die nie versiegen wird, die ununterbrochen sprudelt für dich. Zieh aus den Fummel. Dieses Mal wird uns aber auch nichts auf der Welt abhalten können. Nichts auf der Welt. Oh. Ja, das ist es. Das habe ich vermisst. Das Leben. Ja. Das wirkliches Leben. Sicher. Diese kleine Person war einfach alles. Leidenschaftlich, zärtlich, aggressiv, nachgiebig, schüchtern, sauber und anständig. Es war so, als ob man 6 oder 7 verschiedene Frauen in einem Körper finden würde. Nochmal, mein Geliebter. Nochmal. Nochmal. Mach's nochmal. Lieb mich. Nochmal. Nochmal, das Leben will ich spüren. Nochmal spüren, bitte sehr. Nanu, was ist denn los? Ist mein Baby müde? Wie kommst du denn auf das schmale Brett? Na, das macht ja auch nichts. Ein Mensch ist schließlich keine Maschine. Mein Geliebter, es wird schon wieder. Aber sicher, sicher. Ich habe auf dich gewartet. Oh, wie schön. Ich meine, du weißt ja, wie lange das dauert, wenn wir eine Konferenz haben. Das nimmt kein Ende. Demetrio, ich will ein Kind haben. Was willst du? Ein Kind. Das ist etwas, was man sich überlegen sollte. Und ich finde, morgen früh haben wir sehr viel Zeit dazu. Nein, nicht morgen früh, jetzt, sofort. Was heißt sofort? Das heißt jetzt, sofort. Dann wäre es doch einfacher, wir lackieren, wir adoptieren eins. Ich meine, wenn du sofort eins willst. Entschuldigen Sie, gnädige Herr, die Sekretärin des Herrn Staatsanwaltes ist am Telefon. Elena entwickelte sich inzwischen zu einer Art Mata Hari. Sie versuchte sich als Spionin in der Gegenspionage selbst zu überlisten, denn sie war überzeugt, dass ihr Mann jedes Telefon in ganz Italien überwachen ließ. Ja, wer spricht denn da? Guten Morgen, hier ist die Sekretärin des Herrn Staatsanwalts. Er möchte Sie sofort in seinem Büro sehen. Sofort kann ich aber nicht kommen, ich bin beschäftigt. Wie wäre es gegen 2:30? Der Staatsanwalt hat nur jetzt Zeit. Du machst mich wahnsinnig, Elena. Wenn ich fertig bin... Signor Coltero, wenn Sie nicht sofort ins Büro des Staatsanwalts kommen, dann begehe ich Selbstmord. Nochmal, Liebling, nochmal. Nicht schon wieder. So depressiv, Püppi will nochmal. Also bitte, meinetwegen. Ist mein Kleiner etwa müde? Müde? Ich? Nein. Das würde ich mir nie erlauben, müde zu sein. Mehr als ich gegeben hatte, konnte man nicht geben. Niemand. Das war bereits über die Schmerzensgrenze hinaus. Wie kriegte ich diese fleischfressende Pflanze bloß zur Ruhe? Ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Doch, ich muss nur mal müssen. Oh! Ah.
Marcel, mein Mann! Und bei diesem Modell haben Sie auch den Frontantrieb, ja, den Sie wollen. Ja, aber das verteuert die Sache doch. Schon, aber nicht viel. Tja, ja, wissen Sie, mit diesem Wagen können Sie... Einen Anruf für Sie, ich habe durchgestellt. Dankeschön, bitte entschuldigen Sie mich. Ja, aber bitte gern. Ja, bitte sehr. Ich bin die Mutter des Abgeordneten Trigone. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für Sie. Kommen Sie bitte sofort. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht kommen. Ich bin beschäftigt, ich habe Kunden. Es kann nichts wichtiger sein als das, was ich will. Gut, ich komme sofort. Eine Prostituierte bin ich, ja, eine Prostituierte. Weiter nicht. Eine Prostituierte, begreifst du das? Ja, doch, du willst es mir ja laut genug in den Löffel. Dann musst du mich aber richtig verachten. Wie kannst du mich nur lieben? Ich bin bloß eine Dirne. Nun flipp mal nicht ganz aus, du bist mein prostituierter Liebling. Und trotzdem willst du mich lieben? Selbstverständlich. Na gut, dann bezahl mich. Wie soll ich bezahlen? Was heißt das? Ja, ich bin doch eine Hure. Und eine Hure nimmt Geld dafür und das will ich haben. Ich mache es nämlich nur für Geld, nicht für Liebe. Ich erwarte, dass du mich bezahlst. Na komm, 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 mach schon. Ich habe gar kein Geld. Wenn du mich musst du mich auch bezahlen. Hier, das bisschen ist alles, was ich habe. Na los, schmeiß es mir ins Gesicht. Erniedrige mich. Mach! Schmeiß es mir ins Gesicht. Siehst du? Du hältst mich für eine Dirne. Du hast mich bezahlt, du. Was machst du da? Bist du wahnsinnig? Du kannst doch mein letztes Geld nicht zerreißen. Gib mir das Geld her. Los, gib das her. Ich bin verrückt nach dir. Verrückt bin ich schon lange, jedenfalls seitdem ich dich kenne. Auf, meine Bandscheibe. Nimm mich. Ich will raus hier. Bevor ich explodiere. Du kannst mich doch noch anders scharf machen, als mir das Geld zu zerreißen. Was bin ich denn für ein dummes, kleines Mädchen gewesen? Weißt du was? Ich werde meinem Mann einfach die Wahrheit sagen. Unsere Liebe ist so echt und rein, sie muss vor jedem Auge bestehen können. Was ist? Du musst wirklich in eine Klinik. Du bist geistig umnachtet. Glaub mir. Himmelkreuz, hier muss ich raus. Wie kannst du das deinem Mann erzählen wollen? Was meinst du, was der mit dir macht? Du darfst nichts sagen. Kein Sterbenswörtchen. Jetzt hör mal zu, was du tust. Du ziehst dich an und gehst nach Hause. Und ich gehe auch nach Hause, solange ich noch am Leben bin und laufen kann. Alles, was gewesen ist, vergisst du einfach. Das war ein böser Traum. Liebst du mich nicht mehr? Ich? Ja, nein. Ich habe den größten nicht? Fehler meines Lebens begangen, indem ich dich geliebt habe. Wie konnte mir das passieren? Sieh dich doch an. Du siehst aus wie ein Clown. Aber ich war ja ein Vollidiot. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Jetzt aber raus hier und nie wieder. Ja, ich habe dich angelogen. Genau wie ich deine unschuldigen Puppen mal angelogen habe. Ich habe gelogen. Ach, hör auf, du Palaver, ich habe den Kanal voll. Dass dein Mann Polizist geworden ist, sagen wir, aber dass er dich noch nie erschossen hat, das verstehe ich nicht. Mein Name ist Demetrio. Wird das etwa ein Abschied für immer? Für immer und ewig. Und wenn du nackt im Korsett dastehst, ich habe die Schnauze voll. Ruf mich nicht mehr an, ich gehe in den Dschungel. Geh wieder zu deinem Mann oder kauf dir meinetwegen Dauerlutscher. Ah, der gnädige Herr ist da. Die gnädige Frau hat mir aufgefallen, ich soll dem gnädigen Herrn sagen, dass... Aber ich soll ich das will nichts hören, sagen. Schnauze! Ich träume wohl. Was machst du denn da? Sehen Sie doch, ich sitze auf dem Topf und lege ein Ei. Rosalba, was für ein Kind sitzt da auf dem... Pass mal auf. Oh, ich werde wahnsinnig. So, jetzt reicht's mir. Ich hab die Schnauze voll. Ich komme mir vor wie in der Hölle. Ich gehe jetzt zu meinem Anwalt. Ich lass mich von dir scheiden. Und wenn du nicht willst, dann bring ich dich um. Hast du verstanden? Dann bring ich dich um. Jetzt geh ich. Wenn jemand fragt, wo ich bin, in Südamerika. Verstanden? In Südamerika! Ja, in Südamerika. Ach ja. Verzeihung, Herr von Zitzewitz, ich habe eine Frage. Ich meine, jetzt, wo wir uns etwas besser kennen, was kann man da wohl erwarten? Also, ich meine, Sie wissen schon, was ich meine. Wenn ich Ihnen sage ich Ihnen, Superrasse. Und Sie garantieren mir, dass ich da ein Mädchen... Ich garantiere nur, dass wir ankommen. Wie weiterhin ist Ihre Sache. Aber können Sie mir nicht verraten, wo dieser merkwürdige Ort ist, wo wir hinfahren? Ich meine, ohne Sie komme ich ja sowieso da... Hinstrampeln können Sie nicht. Auch mit dem Tandem nicht. Aber mit der Mühle hier, das sind nur 3000 Kilometer und... Nun, guck da wieder so böse. Oder zwei. 2000 Kilometer sind... Ich bring Sie dahin, wohin Sie wollen und damit fertig. Warum sind Sie nur immer gleich so böse? Ich frag doch nur. Ich bin nämlich etwas ängstlich, aber ich glaube, das erübrigt sich. Als Pilot werden Sie wahrscheinlich genug Flugerfahrung haben. Sind Sie schon öfter geflogen mit so einem Vogel? Ich wollte nur wissen, wie lange Sie schon fliegen. Dafür sollte ich Sie erschießen. Erschießen.
Den ganzen Krieg bin ich geflohen. Stuck als Bombe, alles. Ich hab mir Bomben geschmissen, als andere Menschen scheißen. Das merkt man auch heute noch, würde ich sagen. Dann haben wir sie wieder hochgerissen. Yeah. Und dann runter. Was die Kiste hier. Dann haben wir unsere Eier geschmissen. Hinein mit Sack und Flöte. Das macht uns keiner nach. Wir sind einmalig. Sie sind nicht nur einmalig, Sie sind der Meister von allen. Ich hab sie alle runtergeholt. Und wenn meine Munition all war, dann bin ich wieder Kamikaze. Nein, bitte nicht Kamikaze, nicht nochmal. Ich will es nicht nochmal erleben. Bitte nicht, nein. Hören Sie auf, ich bin... Sie haben ja auch kein Stirnband um. Sie sind ein Wikinger. Ich bin kein Wikinger, ich bin deutsche Pflege. Aui! Verdammte Ärmchen! Das Ärmchen? Sehen Sie mal sein kaltes Händchen. Hier, Meister, schneiden Sie sich bitte Ihre Hand wieder an und kein Kamikaze. Ich bitte Sie, schneiden Sie sich doch wieder an, den Vorderhof. Sehen Sie mal, Ihrem Deutschland geht's doch wieder gut jetzt. Bum, bum, ganz groß geworden. Solche Kerle sind das alles. Nichts geht über die Heimat. Die alte verputzt aus der Schlubbermannsjass, die hätte zwei doppelte Bunze. Der Schaltkommandant mit dem Lümmel in der Hand, die Zei, die hätte jetzt Stunze. Ja. Die linke Mem, die rechte Mem, der Jungs. Warum sagt ihr nicht, sie haltet die Schnauze? Um ein Haar wären wir alle tot. Binden sich als Hut einen Laken um. Heil und? Nix heil. Ich suche ein Wasserklosett, verstehen Sie? Ja, Manu. Aha, das heißt wahrscheinlich, soll in die Landschaft kommen. Na ja, hier ist recht, mein Garten ist es ja nicht. Hey, was soll das? Hier jede lang. Ja, ich muss mal dringen. Nach dem Kamikazeflug, das wird die Herren Wilden ja wohl nicht stören. Die nicht, aber die Schlangen vielleicht. Schlangen? Ich habe hier noch keine gesehen. Deutsche Schlangen! Lass ich doch vor Liebe. Das ganze Halt! Haben wir uns verlaufen? Da lang! Dorf. Da ist ja ein Dorf. Ein Dörfchen. Mama, sind das Landbrote. Mein Himmel, so hässliche Weiber habe ich noch nie gesehen. Die brauchen ja als BH ein Kopfkissenbezug. Die fallen die Ihnen etwa nicht? Die kann man höchstens ins Zimmer stellen und sich drehen lassen zum Fliegen verscheuchen. Mammutitten von diesem Ausmaß. Ich glaube, ich erschieße mich da lieber. Das ist doch nicht normal. Die kann man doch nicht nach Hause bringen. Wie geht's, mein Schnubbelchen? Jetzt verstehe ich, dass es keine Menschenfresser mehr gibt. Halbkräuter, Mann und Alter. Halbkräuter. Ein Dinger, Wang, Chung, Klatsch, Potsch, Futter mit. Ciao, Chapa, Tiet.
Da steigen bei uns zu Hause die Vögel auf, wenn sowas in der Landschaft steht. Ja, mein Gott, ja, die ist es, die will ich haben, genau die und keine andere. Mann, bleib stumm! Sonst hast du eine Pfeile in der Pfeife! Ja, ist gut, aber die möchte ich vorbestellen, die da. Da ist doch gar nichts dran! Abnorme Geschmack, das ist doch nur Verschnitt! Trotzdem, diesmal bin ich mit dem Verschnitt einverstanden. Die sind doch verrückt, die hat ja noch alle Zähne. Und wenn sie die doppelte Menge hat, ich nehme sie. Die ist doch Bombe, was? Ich meine, ich nehme sie. Also, auf die will ich... Holen Sie mal den Lift, bitte. Na, was ist? Wenn Sie noch nie gebadet hätten, würden Sie genauso stinken wie die Kleine. Also holen Sie den Lift. Na komm, dreh dich um und steig ein. Na komm schon. Los, rein. Na komm schon, wir müssen doch nach oben ins Zimmer. Kommst du rein jetzt? Sicher riechst du etwas streng. Nicht wie ein Mäuschen, sondern eher wie eine ganze Herde Paviane. Den armen Liftboy hast du ehrlich vergast. Was benutzt ihr denn so als Parfum? Schlangengift etwa? Hier, sowas benutzen Menschen, das riecht gut. Riech mal. Ist nämlich auch teuer. Naja, das werden wir schon schaffen. Hier, das ist zum Waschen, fürs Ponem. Seife heißt das. Na, bist du Mischugge? Was machst du denn? Das ist doch nicht zum Essen. Der Mund kommt später dran. So, jetzt dreh dich mal um. Ganz rumdrehen. So ist schön. Jetzt schrubben wir den Rücken. Und das machen wir auch mit Seife, damit die Dreckschuppen abgehen. Verstehst du? Wir müssen doch eine anständige Sklavin aus dir machen. Nachher glauben meine Freunde, ich habe keine Sklavin, sondern Stinktier mitgebracht. Und das geht doch nicht. Komm mal ein bisschen hoch. Na, Wetter, ja. Ja, so ist das schön brav. Also einen Rücken hast du ja. Rein von der Form her kann man nicht meckern. Sieht ästhetisch aus. Und die ästhetische Form ist ja schließlich wichtig für etwas, was man jeden Tag vor Augen hat, nicht wahr? Du musst nicht glauben, ich hab dich nur gekauft, weil ich mit dir schlafen will. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist Quatsch, obwohl... Ich könnte schon wieder... Bye.
für die Püppi, was? Und jetzt gehen wir gleich essen, weißt du? Ham, ham, yummy, yummy, happa, happa, schmackofatz. Und dann gehen wir ein bisschen spazieren an der Copacabana. Aber vorher essen wir. Was isst du eigentlich? Giraffenschinken, Krokodileier? Ist sie nicht süß? Ein wunderbares Kind, hä? Wir glauben von denen, das sind Wilde, aber die nehmen die Natur viel empfindsamer auf als wir. Ihre Gefühle sind doch viel reiner als unsere. Die haben viel feinere Antennen, was die... Da ist sie noch falsch gepolt. Schätzchen, isst doch nicht die schönen Margariten. Blütenstaub macht dicke Füße und das sieht nicht gut aus. Das sind Blumen, die stellt man in die Vase, damit sie riechen. Die isst man nicht. Stellen Sie das in die Vase. Und wenn sie sie wieder auffrisst? Ist Ihnen eigentlich klar, dass die meisten von diesen Mädchen Kannibalen sind? Was Blümchen frisst, kaut keine Menschen. Nicht? Die hat zwar schöne Zähne, aber mich wird sie nicht fressen. Das ist Toast. Das ist Toast. Möchtest du Toast essen? Ham, ham, ham. Du? Ich meine nicht nur den trockenen Augenwischer hier, ich meine halt mit Butter. Butter. Marmelade. Marmelade. Mit R. So, jetzt nehmen wir Brot, also Toast, Butter und Marmelade. Yam, yam, yam. Du musst aber was essen, sonst fällst du vom Fleisch. Und wenn du vom Fleisch fällst, dann wird der Busen kleiner. Und das sieht nicht aus. Außerdem habe ich das Frühstück schon bezahlt. Und das war teuer. Und die Marmelade trägt man wie die Butter mit dem Messer auf. Alles schön gleichmäßig. Du magst keine Marmelade? Magst du was anderes lieber? Ach, herrje. Die meisten von diesen Mädchen sind doch Kannibalen. Das sind Kannibalen. 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 Dacuna. Dacuna? Was ist das, Dacuna? Dacuna. Dacuna. Was heißt das, um Gottes Willen, etwa Mahlzeit oder guten Appetit? Dacuna. Dacuna. Dacula. Takeka, Takuna, na Gott sei Dank, da steht ja was. Substantiv nicht zu übersetzen, na, da haben wir es. Dem Sinne nach etwa Gewinner, Meister oder Chef. Ein Wort, was normalerweise von den Nahaguas benutzt wird, soll den Akt der Unterwerfung und Hingabe vor ihrem Herrn ausdrücken. Dabei streuen sie Salz auf den Handrücken. Sie erkennt mich als ihren Herrn an. Zitzewitz, Organisation klappte erstklassig. Er dachte an alles. Ich bekam sogar einen gültigen Pass für meine nun etwas besser riechende Dschungelblume. Das hier bist du, mein Schatz. Also Prost! Prost! Oh, durch. Ein Scheiß ist das! Gehört das Ihnen? Ist die Pfote von meinem Schäferhund. Schaut sie doch nicht so an, Kinder. Das ist unfein. Auch Sklaven sind Menschen und pensionsberechtigt. Bis später. Na, was gaffst du so, Toni? Komm, nimm dir die Koffer und verstau sie im Kofferraum. Nein, nicht doch, Malua. Er ist gut Freund. Ist das der neue Typ, den wir bekommen haben? Ja, aber der gestern... Interessiert mich nicht. Ich meine, haben wir ihn schon verkauft? Ich glaube, ja. Na, das klingt doch wenigstens... Bum 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 b
Ach, du kriegst die nicht rein, jetzt taucht die wieder auf. Na, warte, Mädchen, ich hab gesagt, ich will nicht mehr und irgendwann muss das ja mal rein in deinen Schädel. Ich könnte ja schneller fahren, könnt sie einfach abhängen, aber dann wäre ich sie nur im Moment los. Die Idee ist gut. Ich werde mal bremsen. Aber vielleicht bremst sie dann auch. Aha, sie hat nicht gebremst. Oh, Entschuldigung, Senior. Es tut mir furchtbar leid. Bitte entschuldigen Sie. Aber ach, wieso? Sie Frauen bremsen doch immer so. Bitte, Gnädigste, regen Sie sich doch nicht auf. Ich habe Ihr Auto beschädigt. Ach, sehen Sie sich doch mal an. Hinten ist alles... Fass mich nicht an, du. Herr Oberkommissar, treten Sie doch mal näher. Senior, bonjour. Ja, einen freundlichen auch. Es geht darum, die Dame hat sich bei mir hinten breit gemacht. Ja, ich habe leider etwas Wissen Sie, Sie möchten gebremst. Ja bezahlen, aber ich will gar nichts haben. Verstehen Sie? Ich will nichts. Ich will nichts. Das heißt, ich will schon, aber wissen Sie, die Dame hier ist genau das Ebenbild einer anderen Dame, die ich mal gekannt habe. Und die ist tot. Sie verstehen, das bringt schreckliche Erinnerungen mit sich. Und darum verzichte ich lieber. So einfach ist das. Also, meine Gnädigste, es war mir ein Vergnügen. Der Stoß von hinten. Empfehlung an die Eltern. Ja. Finger weg, Dank. Aber ich habe doch gesagt, ich habe Schuld. Ja. Ich bin die Schuldige. Der von hinten war schuld. Aber solche Papiere können doch nicht einfach verschwinden, Menschenskind. Ja, die müssen waren sie auch noch da. Wir werden sie schon finden. Vielleicht hat sie jemand weggenommen, als ich draußen war. Die Frau vom Senator Rossetti Belli. Sehen Sie doch bitte nochmal nach. Ja, mach ich. Hierhergestellt. Das ist wieder Elena, das Arzt. Kaum sitze ich mal hier im Büro, bin ich in den Arsch gekniffen. Immer ich. Ja, bitte. Mein Mann hat vor, einen 600er Mercedes zu kaufen und möchte Sie, wenn es geht, sofort sehen. Ging es heute Nachmittag, vielleicht in einer Stunde? Nun hör mal zu, Mädel. Ich hab dir das letzte Mal unmissverständlich gesagt, dass ich von dir die Schnauze voll hab. Ein für alle Mal. Hm? Was denn? Die ist ja hier. Das ist ja gar nicht... Um Gottes Willen. Vermittlung. Hallo, Vermittlung. Fräulein, vom Amt. Signora Belli, hören Sie mich noch? Signora Belli, verzeihen Sie, es ist ein Fehler unserer Telefonzentrale. Ich komme natürlich sofort mit Auto, Signora. Auf jeden Fall schränkt man es ein. Guten Abend, Rosalba. Wie ist das Wertewohlbefinden? Danke der Nachfrage. Besser als dir kann es mir trotz seiner charmanten Begleitung nicht gehen. Ich weiß, alles nur Futter. Ah, lass mal, mein Schatz. Wenn sie erstmal erwachsen ist und ihre angeborene Intelligenz gebrauchen kann, wird sie die Bestie im Mann schon erkennen. Guten Abend, Signor Coltera. Guten Abend, Herr Oberforstrat. So, mein Liebling, ich werde uns was zu trinken holen und du bleibst bitte so lange hier und wartest auf mich, ja? Mhm. Herr guten Abend, Signor Coltera. Schönen guten Abend. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Darf deine Sklave was trinken? Versuch's mal. Ja, ich tu's mir zum Gefallen der anderen, Boys. Deine schöne Wilde hat einen riesen Erfolg hier. Na, versuch dein Glück. Ein gnädigst ein Schlückchen. Das war der... Wer? Ja.
Schatz. Nun geh wieder zu den netten Jungs. Mhm. Mhm. Ach, was ist denn nun schon wieder? Ich habe weder Zeit noch Lust, mich mit dir zu unterhalten. Du kannst mir doch nichts vormachen. Du hältst dich selbst zum Narren. Ja. Jeder Mensch sieht, dass du leidest. Du kannst ohne mich nicht leben. Aber du bist wohl ein Masochist. Also, antworte mir gefälligst. Mein Gott, was mache ich nur? Ich werde wahnsinnig. Mein Lieber. Fass mich nicht an, sonst kriegst du hier ein paar geknallt, dass dir der Putz von der Backe fällt, du alte Zicke. Es klingelt, Liebling. Malu, hörst du nicht? Es klingelt. Es klingelt, warum machst du nicht auf? Ja, du singst und freust dich und denkst, der Alte wird schon machen. Typisch Urwald. Fängst genauso an wie Rosalba. Da fragt man sich, wer ist hier nun eigentlich der Sklave? Du? Du musst völlig übergeschnappt sein. Was willst du? Du kommst hier nicht rein. Komm her. Kommst du wohl zurück? Elena! Wenn du schon hier bist, kannst du gleich meine Sklavin kennenlernen. Was der Urwald bietet, biete ich auch. Oh. Du bist ja wirklich schwachsinnig, Elena. Hier, mach, dass du rauskommst. Die hat was am Sträußchen, Ehrenwort. Ich will deine Sklavin sein, für immer und ewig. Ich tue alles, was du von mir verlangst. Du kannst keine Sklavin werden. Als Sklavin wird man geboren. Das ist ein Zustand. Die hat eine Vollmacht. Ich bleib bei dir. Du wirst mich nie mehr los. Wenn du mich nicht töten willst, dann schick sie in den Dschungel zurück. Ich habe bereits eine Sklavin im Haus und einen Lehrling brauche ich nicht. Also verzichte ich. Jetzt kommt auch noch Besuch. Lass mich los. Nein, kann ich nicht mehr. Ich habe keine Tränen mehr im Körper. Ich bin völlig ausgetrocknet. Dann staubst du ja bald weg. Pass auf sie auf, ja? Sie passt auf dich auf. Schönen guten Morgen. Darf ich eintreten? Nein. Womit habe ich das verdient? Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie was dagegen, wenn ich eintrete? Ja, eigentlich schon. Das heißt, wenn Sie reinkommen wollen, bitteschön. Entschuldigen Sie meine schlechten Manieren, Kommissar. Ich war gerade im Bad, daher mein Dekolleté und die Pantoffeln. Kommen Sie doch wieder, wenn ich angezogen bin. Aber ich bitte Sie, macht doch nichts. Wir sind doch unter uns Männer. Nein. Wie meinen Sie das? Wie ich das meine? Na, so auf keinen Fall, nicht wahr? Ich meine, sehr gut. Ja. Ich wollte mich nur Seien mal mit Ihnen unterhalten. Seien Sie mir nicht gram, Kommissar. Ein Momentchen nur. Ich friere erbärmlich. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir was Wärmes anziehe? Bleiben Sie ruhig hier stehen. Ich werde sofort wieder hier sein. Ich ziehe mir nur was an, was bequem ist. Ich komme auch gleich wieder zurück. Machen Sie sich's bequem. Ich bin gleich wieder da, ja? Oh, verflucht ist denn... Dein Mann ist draußen, das hast du jetzt davon. Hau ab ins andere Zimmer, egal wohin. Aber versteckt euch! Takuna! Ja, was ist denn? Hier, ich das. Besessen du von auch hier rüber ins andere Zimmer. Und ganz ruhig sein, ganz leise, nicht so laut und nicht in die Schnauze hauen. Hörst du? Tür zu! Ein Irrenhaus, zwei geifernde Weiber mit freigelegten Titten wie auf der Hebammenstation. So, die Lage ist bereinigt. Der liebe Kommissar darf näher treten. Kommen Sie rein, machen Sie sich's bequem, mein Lieber. Wie Sie sehen, ich habe nichts zu verbergen. Bitte, treten Sie doch näher. Haben Sie nicht gesagt, Ihnen wäre kalt gewesen? Was, ich? Oh ja, selbstverständlich. Ich bin ein bisschen hin und her gerannt im Zimmer. Hier, diesen hier. Das bringt das Blut wieder in Schwung. Und was bringt Sie hierher, wenn ich fragen darf? Nun lassen wir doch mal die Maskerade. Sie wissen genau, weshalb ich hier bin. Wie soll ich das wissen? Ich bin doch kein Hellseher. Ich habe in letzter Zeit recht merkwürdige Geschichten gehört von Ihnen. Und Sie wissen von nichts? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich habe auch noch nie etwas auf üble Geschichten gegeben. Es sind aber keine Gerüchte. Und ich will den Tatsachen auf den Grund gehen. Aha, auf den Grund, bitte sehr. Gehen Sie. Also machen Sie mir nichts vor. Wo ist sie? Wer? Sie wissen genau, wen ich meine. Herr Kommissar, ich schwöre Ihnen, hier ist überhaupt niemand. Ich bin vollkommen alleine und sicher bin ich auch, dass ich alleine hier bin. Allein, ich meine ich. Ich bezweifle sehr, dass das Mädchen inzwischen im Urwald zurück ist. Das Mädchen im Urwald? Ach, Sie sind wegen Malur hier? Ja, sicher. Na, warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt, Menschenskind? Ich dachte, Sie wären beruflich hier, Sie Schurke. Mein Gott, mir fällt ein Felsen runter. Ich bin doch ein ausgesprochenes Dummerchen. Hätte mir eigentlich denken können, dass Sie wegen keiner anderen Geschichte hier sind. Es ist alles andere als lächerlich. Aber ich bitte Sie, ist das ein Staatsverbrechen? Wissen Sie, dass das illegal ist, was Sie da treiben? Nur so ein bisschen Urwald. Illegal und auch strafbar. Das Gesetz drückt sich in dieser Hinsicht ja wohl klar genug aus. Sie können ins Gefängnis kommen. Sklavenhandel wird heute hart bestraft. Sie stehen auf einem viel zu schmalen Brett. Die junge Dame, von der Sie reden, ist alles andere als eine Sklavin. Malur ist deine Freundin. Sie ist in Palermo als Touristin und mein Gast. Weil sie süß und ergeben ist, ist sie noch lange keine Sklavin. Das ist doch alles Quatsch. Sklavin, darunter verstehe ich. Sowas mit Peitsche und Leder und so. Was hat das zu bedeuten? Hä? Oh, nichts weiter. Ich nehme an, die Hundeschüssel, vielleicht einen Knochen. Momentchen, ich bin gleich wieder da. Das
Das verfluchte Aas hat mich gebissen. Der drehe ich den Hals um. Wer? Na, Ira. Einer? Nein, nicht Ira. Ira ist einer von meinen russischen Wolfshunden. Wenn die aus den Käfigen kommen, dann gehen die aufeinander los. Man muss sie trennen. Die beißen. Die beißen? Beißen ist gar kein Ausdruck. Der eine hat sogar noch Zähne. Also ich freue mich, dass Sie mich mal besucht haben. Wenn Sie wieder mal in der Nähe sind, kommen Sie ruhig rauf. Vielleicht ist das Bein in der Nähe. Aber wir haben darüber gesprochen, worüber ich... Aber bitte, die Kleinigkeit schaffen wir schon aus der Aber Welt. Aber mein Lieber, das ist absolut keine Kleinigkeit. Jedenfalls nicht so klein, um einfach unter den Tisch geschoben zu werden. Die ganze Stadt weiß, dass Sie alles Sklaven halten. Die wissen ja, wie sowas entsteht. Der eine erzählt dem anderen und... Was ist? Was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu? Ein Moment. Ich weiß sehr genau, was das ist. Ach was, Sie haben keine Ahnung. Gerüchte kenne ich selbst. Aber meistens ist was dran. Das weiß jeder Mann auf der Straße so gut wie ich. Die Leute auf der Straße sind mir scheißegal. Hier mache ich, was ich will. Das ist mein Haus. Und wenn ich verdächtig bin... Das ist aber noch lange kein Grund, mich so anzuschreien. Ich verbitte mir das. Dann beherrschen Sie sich. Ich beherrsche mich ja. Ich kam hier, um eine Frage zu stellen, die sollen Sie beantworten. Verstehen Sie mich? Sie kommen in Teufelsküche, wenn Sie wegen der Sache erst vor Gericht stehen. Nein! Was heißt nein? Oh nein, Kommissar, ich meine nichts. Nein, weg. Ich meine weg. Wenn ich sage weg, meine ich weg. Los, weg, ich kann's nicht sehen. Los, raus, weg damit. Weg. Was heißt weg? Ich soll weg? Nein, da bleiben Sie, mein Magengeschwür soll weggehen. Verstehen Sie, Kommissar, mein Magengeschwür. Weg. Wissen Sie, wenn ich es mir oft genug und laut genug sage, bilde ich mir ein, dass die Schmerzen verschwinden. Sehen Sie, es wirkt schon, Sie sind weg. Wie weggeblasen. Das freut mich aber. Ich habe nicht gedacht, dass Sie das so nervös machen. Ich bin mächtig sensibel. Naja, wir können das ja vielleicht ein anderes Mal machen. Ich kann ja wiederkommen, nicht wahr? Sie ruhen sich aus, legen Sie ein bisschen hin, nicht wahr? Sauerstoff ist alles. Wenn Sie sich etwas besser fühlen, dann rufen Sie mich an, dann komme ich noch mal her. Jawohl, ich rufe Sie an, wenn ich ein Telefon, ich will nur mal nachsehen, wer da... Oh, Kommissar, wenn Sie wissen, um meinen Ex-Gatten festzunehmen, würden Sie der Gesellschaft einen großen Dienst erweisen. Nein, nur eine kleine Unklarheit, die ich aufklären soll. Scherz muss sein. Stellen Sie das dahin. Dann räume ich meine Sachen hier wenigstens unter den Augen des Gesetzes aus. Moment, Rosalba, hier kommen Sie nicht rein. Die Tür ist geschlossen und vor eine Tür, guten Tag. Ich bin hier, um meine Möbel abzuholen. Was dagegen? Wie Sie wissen, sind mein Mann und ich im Begriff, uns scheiden zu lassen. So, das habe ich bisher noch nicht gewusst. Ja, mein Mann bevorzugt es, mit einer Sklavin zusammenzuleben. Er sagt, das wäre die beste Lösung. Für ihn jedenfalls. Oh, sie sagt auch Sklavin. Sie kennen Rosalba noch nicht. Sie hat immer einen Scherz auf der Lippe. In jeder... Darf ich bekannt machen? Mein Besuch aus Übersee. Und komm mal hier rüber, mach einen Knicks vor dem lieben Kommissar. Aber warte mal, ich stelle mich davor. Oder besser, du solltest dir obenrum vielleicht was umlegen. Sonst werden die kalt... Sie sehen selbst, Kommissar. Sie ist nicht nur seine Sklavin, sie läuft auch so rum. Takuna, Takuna. Ja, mein Liebling, was hast du zu vermelden, dem Onkel? Der Dame des Bösen in Chaluva. In Chaluva? Mhm. Braves Mädchen, sie erzählt mir gerade, dass sie ihr Breichen aufgegessen hat mit allen Knochen. Vorsicht, Jungs, diese modernen Möbel gehen unheimlich schnell kaputt, besonders auf der Treppe. Geh auf Plätzchen. Ich meine, ein Zimmerchen, und ziehst du was Hübsches an, dann kommst du wieder rein, ja? Tja, tut mir leid, Kommissar, dass gerade so viel Trubel in der Bude ist, wo Sie schon mal hier sind. Ach was, sowas gibt's doch. Ich sage Ihnen, bei mir passiert das auch hin und wieder, wenn meine Frau Besuch von der Freundin kriegt. Absolut dasselbe. Und genau dasselbe Bing. Ja, Bing. Sie sagt auf Wiedersehen, Kommissar. Sie hat gehört, Sie wollen Gott sei Dank schon gehen. Also, das ist ja ein Zufall. Meine Frau hat genau denselben Pelzmantel wie Ihre Dame. Ja, genau derselbe. Also, das ist... Ja, absolut derselbe ist. Genau derselbe Schnitt. Dieselbe Form, vorn und hinten, ganz gleich. Und damals haben Sie gesagt, das wäre ein Modell. Und dann verkaufen die sowas serienweise im Urwald. Können Sie mal sehen. Ah. Im Urwald auch? Also bis bald, lieber Kultär. Ja, ich hoffe doch sehr. Aber wir müssen in Ihrer Sache irgendetwas unternehmen. Wir machen sich keine Sorgen. Ich will sowieso etwas leiser treten. Tun Sie das. Mann, was ist das für ein Scheißmaterial? Das ist schwer wie ein Geldschrank. Das Ding scheint eine Tonne zu wiegen. Vielleicht hat sie ihre Klamotten drin. Oh, sind Sie Fahrstuhlfahrer? Hey, ihr beiden da. In dem Schrank, da ist eine Braut. Gebt ihr den Fummel hier, der gehört ihr. Adriano, was treibst du? Was hast du hier zu suchen? Ich war beim Cultera. Warum parkst du deinen Wagen um die Ecke und nicht hier? Du, mein Sohn, bezeugst, dass diese junge Dame hier getauft ist im Namen des Heiligen Geistes und im Glauben der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche. Ja, das bezeuge ich. Do-d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 o
Ach, ihr Armen, meine geliebten, kostbaren kleinen Füßchen, so schmutzig und voller blauer Flecken und alles meine Schuld, bitte verzeiht mir, ihr Füßchen, und du auch, mein geliebter kleiner Engel. Du brauchst nicht um Verzeihung zu bitten. Was dein Wunsch ist, ist mein Wunsch. Ach, mein geliebtes kleines Engelchen, es gibt keine Sklavin, die lieber ist als du. Ach, meine Freunde, die Vollidioten kommen, mein Schatz. Du so, als ob du mir die Füße wäschst. Nur zur Schau, mach so, ja? Nein, nicht so. Zieh erst die Schuhe aus. Zieh mir erst die Schuhe aus. Buongiorno, Signor Manino. Wo ist der verrückte Hund? Didi, knie dich hin. Didi. Ihr Mann, Leo. Ja, ja, ich wollte mal sehen, wie es dir so geht. Ja. Bist du allein? Du kannst Gott danken, dass ich allein bin. Du kannst dir nicht vorstellen, was deine wahnsinnige Idee mit dieser scheiß Rikscha alles ausgelöst hat. Wieso denn? Was ist denn? Was die Leute denn? Sind außer sich. Die ganze Stadt hast du gegen dich. Wie konntest du nur so dämlich sein, Mensch? Wem wolltest du eigentlich was beweisen? Ich wollte überhaupt nichts beweisen, Menschenskind. Ich bin doch wohl verantwortlich für das, was ich mache, oder? Du siehst, die Antwort ist negativ. Sag mal, was wollen die Leute von mir? Seid ihr alle übergeschnappt? Ruf mir sofort die Polizei. Die Polizei ist hier. Hä? Wer braucht die Polizei? Colterra! Ja, Kommissar, Sie kommen wie gerufen. Ich wollte im Moment anrufen, die Dinge gleiten mir hier langsam aus der Hand. Habe ich Sie nicht gewarnt, als ich das letzte Mal hier war? Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen mit dieser albernen zur Schaustellung aufhören? Zur Schaustellerei, also... Darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass Sie gegen die Paragraphen 233, 234, 620 und 622 des italienischen Strafgesetzbuches verstoßen haben? Begreifen Sie das? 622 auch? 622 betrifft ungesetzliche Sklaverei. Ach, Kinder, nun kommt, ihr wollt mich doch verschaukeln. Das Ganze sollte ein Witz sein. Ich wollte meine Kumpels ein bisschen ärgern, weil die vor Neid sowieso auf die Palme gehen. Stimmt's, mein Leben? Sie sehen, wie witzig das ist. Das ist ein ernstes kriminelles Vergehen. Draußen steht eine tausendköpfige Menge, die sie lynchen will, mein Lieber. Außerdem werden sie angeklagt, eine nicht zugelassene Rikscha auf der Straße gefahren zu haben. Paragraph 660. Paragraph 660! Nun scheißt euch mit euren Paragraphen nicht die Hosen voll. Ihr habt doch alle nur ein paar. Wenn Sie sich wie ein Geisteskranker benehmen, dann muss ich Sie auch so behandeln. Bitte geben Sie mir den Pass der Dame. Außerdem bitte ich Sie, nein, danke, ich habe schon, die Stadt nicht zu verlassen. Dann wird die Sache mein Anwalt in die Hand nehmen. Und dein Anwalt gibt dir den Rat, hole Ihren Pass her. Die junge Dame wird sofort wieder in ihre Heimat zurückgeschickt, im Interesse der Allgemeinheit. Ich habe wohl einen Hörfehler. Was hat sie denn damit zu tun? Ich werde nicht zulassen, dass sie sie von hier wegschicken. Basta! Die Aufenthaltsgenehmigung ist bereits abgelaufen. Ich habe eine Verlängerung beantragt. Und die Verlängerung wurde abgelehnt. Die junge Dame kommt mit uns mit und wird noch heute Nachmittag das Land verlassen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das werden wir ja sehen. Das könnt ihr doch nicht machen. Lassen Sie los! Ich werde sie anzeigen. Manua! Ich habe das Mädchen gekauft. Ich habe sie bezahlt. Ich habe sie erzogen. Ich werde nicht zulassen, dass man sie mir einfach wieder wegnimmt. Das ist mein Eigentum. Und ihr werdet euch nicht an mir vergreifen. Ich schlage euch. Meine Freunde haben mir gesagt, dass der Einzige, der mir eine Aufenthaltserlaubnis geben könnte, Senator Taconis ist. Aber an den ranzukommen war nicht nur nicht leicht, es war unmöglich. In Palermo muss man schon mit dem lieben Gott sehr eng verwandt sein, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, irgendetwas zu erreichen. Ich muss die Monsignore sprechen. Das ist aber sehr wichtig. Er empfängt Sie heute. Bitte haben Sie Verständnis. Ich muss ihn aber sehen, wenn er nicht eine kostbare junge Seele verlieren will. Diesen hier. Ich meine, die erst vor ein paar Tagen ist. Und zu den Heiden wollen Sie sie doch nicht zurückschicken. Eine getaufte Senator Taconis ist der Einzige, der sie retten kann. Ja, aber damit hat die Kirche doch nichts zu tun. Ja, richtig, an Senator Taconis nicht näher. Und wenn seine Exzellenz mit dem Senator nur einmal telefonieren würden, das würde schon reichen. Eine ganz einfache Angelegenheit, nur ein Fernruf. Das müsste doch zu machen sein. Also ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Ich werde es mal versuchen. Gott wird Ihnen danken. Wer ist da? Monsignor, entschuldigen Sie bitte, da ist ein junger Mann, er besteht darauf. Er möchte Sie bitten, ihm einen großen Dienst zu erweisen. Was ist denn? Mein Sohn, was ist es für ein Anliegen? Oh, Exzellenz, nur eine ganze Monsignor, eine Kleinigkeit. Helfen Sie mir, die Seele einer jungen Frau zu retten. Und ich bitte Sie nur, rufen Sie Senator Taconis an. Ah ja, Taconis, mein alter, braver Freund, der Senator. Ja, genau, den meine ich. Ja. Ja, fürchten Sie nichts, mein Sohn, ich werde Ihnen helfen. Senator Taconis wird sehr glücklich sein, wenn er mir helfen kann. Er hat mich sehr gern. Sie müssen nur genau erzählen, was ich ihm sagen soll, was ich ihm... Ja. Monsignore, fragen Sie ihn nur, ob ich brauche ein Dings, ein... Monsignore, ganz schnell noch, sagen Sie ihm nur... Tja, ich glaube... Schwester, kommen Sie! Der Herr selbst verweigert hat, also sagen wir besser, er hat sich entschlossen, mir nicht zu helfen, hat er mir in gewissem Sinne ja freie Fahrt gegeben für den Wettbewerb. Und in Palermo ist es leicht, den Teufel zu finden, wenn man weiß, an welcher Tür man klopfen muss. Ja, aber trotzdem, es muss vom Senator Taconis unterschrieben sein. Mein Sohn, du wirst schon von Don Vincenzo gehört haben. Sicher. Wenn er etwas möchte, dann muss er nicht darum bitten.
wenn Don Vincenzi ihm sagen, nun, du sprichst am besten selbst mit ihm. Ja, gut, Papa, ich verstehe schon, danke. Aber denk dran, so zu klopfen, wie ich es dir gesagt habe. Don Vincenzi ist sehr misstrauisch und empfindlich, besonders heutzutage. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Er verlässt nie das Haus. Und vergiss ihm nicht, das Losungswort zu sagen. Ich mach's schon richtig. Und sag ihm, dass ich ihn geschickt habe. Hier ist niemand zu Hause. Niemand ist hier zu Hause. Signora, ich bin Demetrio Cultera. Ist niemand zu Haus? Augenblick mal, ich weiß ein Gedicht. Das Losungswort ist Ching, Ching, Bum, Bum, Wow, Wow. Finsten Bullen, tritt ihm in die Plauze oder hau ihm in die Schnauze. Gott segne den Bruder. Und genauso uns alle. Warte mal, ich komme. Ah, na, endlich. Die Grüße von der Familie, Don Vincenzi. Ich weiß Bescheid, dein Vater hat angerufen. Ja. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich persönlich darum kümmern. Vielen Dank, seit Monaten sind wir hinter ihm her. Ihnen verdanken wir, dass es ohne Blutvergießen abging. Oh ja, gern geschehen, bitte. Bada, bada. Bada, bada. Bringen Sie sie zum Festgeschäft. Was mit dem Ticketmeister? Die Frau muss doch ein Ticket haben. Der Käpt'n hat ihre Papiere. Nein! Wo ist das Ding? Takuna! Takuna! Ich möchte die Polizei sprechen. Wir haben eine Bombe an Bord der Cagliari versteckt. Das Schiff wird wahrscheinlich in 2 Stunden hochgehen. Senator Takonis ist einer der besten Freunde meines Vaters. Ja, natürlich. Nein, Simon, das geht nicht. Sie können nicht rein. Die Signora schläft. Schläft um 1 Uhr mittags? Na, lasse. Hast du den Verstand verloren? Ich bin ja eine ganze Menge von dir gewöhnt, aber das geht doch wohl zu weit. Eine Unverschämtheit ist das. Ja, ich weiß. Aber es geht um Leben oder Tod. Ach, hör auf mit dem Unsinn. Verschwinde, ihr macht, dass du rauskommst. Senator Takonis ist doch ein Freund deines Vaters und du kennst ihn doch auch persönlich. Ja, wieso? Er muss sofort die Aufenthaltsgenehmigung für Malua unterschreiben. Und wenn ich sage sofort, dann meine ich auch sofort. Und deshalb kommst du wie ein Wahnsinniger hierher wegen solcher Albernheiten? Vielleicht hast du noch so viel Anstand zu gehen, wenn du siehst, dass ich nicht alleine hier bin. Ja, ich sehe. Ein bisschen merkwürdig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von dir. Habe ich nicht erwartet. Entschuldigen Sie vielmals, Signor. Das konnte ich nicht riechen. Rosalba, ich verspreche dir, ich gehe sofort. Aber erst, wenn du mir geholfen hast. Ruf ihn an. Sag mal, du scheinst das Mädchen wirklich zu lieben, hm? Unsagbar sogar. Und deshalb bitte ich dich, sprich mit ihm. Und wenn du nicht willst, dann stell mich ihm wenigstens vor. Na bitte, wenn es nicht anders geht. Dies ist Senator Pasquale Takonis. Takonis. Sehr angenehm. Was für ein glücklicher familiärer Zufall.
Maschine, stopp! Wir nehmen das Mädchen an Bord. Komm, gib mir die Hand.